Ich verstehe gar nicht, was wollen Sie mit dem Stein? Es war ja dann hier eine Attraktion, bis die komplette Mauer weg war mit dem Hämmern. In unserer Kreuzberger Wohnung standen wir durch den Mauerstreifen unter ständiger Beobachtung. Die kleine Güzeran Sağlam hat durch das Fernglas zurückgeschaut. Und da war die Mauer. Und das Stück Streifen hatten wir hier zum Spiel. Es sind gute und schlechte Erinnerungen. Wir haben als Kinder einfach hier glücklich gelebt. Am Mauerstreifen. Der Grenzturm stand so, dass er in 3-4 Richtungen beobachten konnte. Sobald das Fenster aufgemacht wurde, haben sie dann gleich uns angestarrt. Aus Spaß haben wir dann auch das Fernglas von meinem Vater genommen und haben dann zurückgeguckt. Dieser Todesstreif, die wurde nachher zu einem Spielplatzart, wo dann meine Kinder hier gespielt haben. Da haben viele, hauptsächlich eben hier türkische Mitbürger gewohnt und die Hausbesetzer, die sehr gut miteinander auskamen. Es war eine familiäre Atmosphäre hier. Ja, es ist so viel grün jetzt, aber wahrscheinlich viel verkauft. Hier, das war alles offen. West hat Vor- und Nachteile, Ost hat auch genauso. Wir leben alle hier und die Werte des Menschen zählen und nicht die Herkunft. Wisst ihr, das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.